So, meine Freunde, willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Worms Clan Wars. Wir sind jetzt im, keine Ahnung wie viel Level, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, im 11. müssen wir demnach sein. Wieder, wie immer, wer es noch nicht kennt, kein kurzer Hinweis, wenn ich hier auf das Level draufklicke, redet eine ja, sehr wohlklingende Frau und erzählt uns etwas über das Level, leider auf Englisch, was soweit erstmal eigentlich gar kein Problem sein sollte. Wir können es leider nicht umstellen oder so. Ja, ich will einfach nur sagen, ich lasse es mitlaufen. Man sieht die ganze Zeit auch die Übersetzung daneben stehen. Viel Spaß dabei und wir gehen jetzt schon mal ins Level rein. An escape in rescue mission, hey? I've had a lot of experience in these situations. Not much success. A lot of experience. I didn't save Prince Anwar from the Maru pirates, unfortunately, but I did steal the treasure from his tomb. So, your objectives are to reach a hostage, release him, eliminate Mesmer's worms, and be home in time for Crumpet. Ja, diese Folge hat den, die Folge und auch das Level hat den wunderschönen Namen Auf der Flucht wird nicht geschnarcht. Dann gehen wir mal direkt rein. There's your operative, and there's our map chap, caged, unarmed, and probably a teensy bit smelly by now. I've hacked the museum's computer and turned off the lighting for this exhibit, giving the impression of night. It's worked. Mesmer's worms have fallen asleep. Worms are idiots, not you, obviously. However, if you attack one and only wound him, he will awaken, and he will be incandescent with rage, so aim true. Ja, das sollte alles klar sein. Ihr habt ja mitgelesen. Dann fange ich mal hier an. Genau. So, heißt also, ich muss hier jemanden auch wirklich richtig umbringen. Flammenfaust und Ninja-Seil. So, da wenden wir direkt bei ihm hier die Flammenfaust an. So, der andere ist jetzt gerade irgendwie wach, ne? Ist ja auch klar. Sieht mich nicht. Passiert nichts. So, jetzt wird's interessant, weil ich da nämlich hoch muss, ohne dass ich von diesem Ding getroffen werde. Dafür habe ich ja auch das Ninja-Seil. Hier. Das heißt, es muss sehr schnell gehen. So. Und die Flammenfaust wieder, wobei ich mir vorstellen kann, dass das schwierig ist. Hey! Das war ganz schön blöd. Ich konnte mich da nicht mehr bewegen, in dem Moment, wo er mich erkannt hat. Na, das ist dumm gewesen. Dann kriege ich noch einen drauf. So, wenn wir ihn läuft los. Kommt da oben nochmal sowas? Ja, da hinten. Das heißt also, ich muss mich da ein bisschen verstecken.
muss ich hier eigentlich lang? Ja, es wird Sinn machen, dass ich da außen rum gehe. Es wird nur ein bisschen actionreich, glaube ich, gleich. Drei. Zwei. Ja, das wird spannend. Aber wir haben es geschafft. Das Ding stört mich extrem. Ey, Mann! Hier kann er doch hochspringen, oder? Ja. Nee, ne? Mein Gott, was für ein Scheiß, ey. Nochmal. Ja, das wird natürlich jetzt extrem heikel. Nein, was mache ich denn? Boah. Das wird jetzt, also das wird nicht so einfach. Ich muss da direkt an die Spitze laufen. So. Na, oh, das haben wir noch gut hingekriegt. So. As you can see, Mesmer's worms are sleeping like babies. But babies with weapons, which conjures up a rather worrying mental image. Sorry. Remember, they will awaken if your attacks only wound them. And boy, will they retaliate. You know, there might be a way of taking out the ruddy lot without waking any of them. Give that some thought, why don't you? Ja, super. Wir haben ja den Fetten da. Also ich habe mir schon eine Idee. Erstmal sage ich mich hier gleich runter. Boah, Glück gehabt. So, dann machen wir schon mal die Flammenfaust. Und soweit ich weiß, bin ich ja der Kleine, der keine Minen auslöst. Ne? So. Das heißt, ich muss jetzt nur den Fetten Richtung Mine schlagen. Und wenn der explodiert, dann müssten die anderen beiden eigentlich mit explodieren. This is but beginning. Scheiße. Erstmal gehe ich mir jetzt schnell zu dem Punkt hier. Aber das war nicht gut. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Aber vielleicht kriege ich das anders, ein bisschen anders hin. Boah. Scheiße, ey. Das kleine Ding, das springt so extrem, ja. Hey, warum? So, machen wir jetzt einfach Folgendes. Die Flammenfaust auf den hier. Dann wird er doch explodieren. Zieht dem anderen 15 ab. Und den kann ich dann nicht töten. So, mir kriege ich jetzt auf jeden Fall zweimal einen drauf. Scheiße. Das war gut, dass er jetzt zu blöd war. Let's see what you have for us today.
Verdammt! Ich hoffe, da kommt dir irgendwie mal ein bisschen Gesundheit. Ich krieg den anderen zwei jetzt. Ja, noch drei Würmer, aber nur noch 68 Points, also das ist nicht mehr so krass. Vor allem wird es jetzt spannend. Ich kann nämlich noch nicht so richtig einschätzen. Da ist auf jeden Fall schon mal Gesundheit. Ah ja, geil, direkt dahinter. Das heißt, da kann ich dann einfach hoch und runter gehen. Wie weit ich springen kann, das kann ich mir noch nicht einschätzen. Dann wollen wir das jetzt mal testen. Boah. Gut, das hat funktioniert. Da hatte ich jetzt wirklich, wirklich Respekt vor gehabt. Nochmal 50%, 50 Punkte zu Gesundheit. Kann ich hier nicht einfach hochspringen? Ah, verdammt. Nein, nicht in die Richtung! Pff. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt der da bis nach ganz oben? Nö, kommt der nicht. Ja, interessant. Da muss ich früher schon ziehen. Wo muss ich denn jetzt lang? Eigentlich ja zu dem da oben. Mal rumhängen hier. Ah, da sollte ich vielleicht aufpassen. Zu ihm nach oben sollten wir ja eigentlich kommen. So. Vielleicht kriege ich das ja hin, dass er da runterfliegt. Ja. Hat sich das Problem jetzt schon mal direkt in Luft aufgelöst? So, überlegen. Den schubst du einfach da runter. Also im Endeffekt ist jetzt schon alles klar. Nehmen wir das Seil. Nein, 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 nein! Genau das wollte ich vermeiden. Wenn ich nämlich jetzt auf der anderen Seite hoch muss. So.
Tja, jetzt wird's eher so ein bisschen Hardcore. Na. Hey, Scheiße, der kann mich ja da treffen. Es sah eher so aus, als könnte er es nicht. So. Ich sag noch, ab jetzt ist alles klar, ne? Nein! Meine Fresse, ey. Also das mit dem Seil habe ich ja überhaupt nicht drauf, ja? Also das tut mir absolut leid. Ja, ja, machen wir gleich. Ja, ganz richtig. Ich nehme eben noch den hier in diesen. Hä? Und zack. Das heißt also, der andere ist doch jetzt eigentlich befreit, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, aber wie hole ich den guten Mann da raus? Kann man da irgendwie mit der Flammenfaust gegenspringen? Ja, das war's. You saved your partner and obliterated the enemy. Both brave, noble and stupid. Ach, ich bin dumm. Call yourself a crypt robber. I wouldn't get out of bed unless there's something in it for me. You've got to learn the three G's. Greed, greed, greed. Oh, smashing. Mapchap says they took the map off him. We're now up a well-known creek minus our rowing instruments. You'd best split up to locate the rest of the gang. We're soon going to need all the muscle we can muster. Tja, wir haben es geschafft. Nicht schlecht. War jetzt ganz nett, mal was anderes wieder, ne? Wir gucken uns kurz die Storykarte an. Jetzt kommt mal wieder eine kleine Gabelung. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder bei einem anderen Let's Play von uns, gerne auch bei irgendwelchen LPTs. Macht's gut und bis dahin.